Als Schweg am Morgen zum Feldkuraten ins Zimmer trat, fand er ihn auf dem Divan liegend und angestrengt darüber nachdenkend, wieso ihn jemand auf so sonderbare Art begossen hatte, dass er mit der Hose an dem ledernen Kanapee klebe. »Melde gehorsamst, Herr Feldkurat«, sagte Schweg, »dass Sie sich in der Nacht...« Und einige Worte klärten ihn auf, wie entsetzlich er sich irre, wenn er glaube, begossen worden zu sein. Der Feldkurat, der einen ungewöhnlich schweren Kopf hatte, war in bedrückter Stimmung. »Und was habe ich aufgeführt? Habe ich überhaupt was aufgeführt? War ich nicht vielleicht betrunken?« »Nicht zum Sagen«, entgegnete Schweg. »Vollkommen, Herr Feldkurat. Ein kleines Delirium ist auf Sie gekommen. Ich glaube, es wird Ihnen gut tun, wenn Sie sich überziehen und abwaschen werden.« »Mir ist, wie wenn mich jemand verprügelt hätte«, klagte der Feldkurat. »Und dann habe ich Durst.« »Der Durst ist die Folge von dem gestrigen Durst. Daraus kommt man nicht so bald heraus. Ich habe einen Tischler gekannt, der hat sich zum ersten Mal am Silvester im Jahre 1910 besoffen und am 1. Jänner früh hat er solchen Durst gehabt und es war ihm so schlecht, dass er sich einen Hering gekauft hat und von Neuem getrunken hat. Und so macht er es täglich schon über 4 Jahre und niemand kann ihm helfen, weil er sich immer schon Samstag Heringe auf die ganze Woche kauft.« Der Feldkurat war von einem vollendeten Kater und einer vollständigen Depression befallen. »Wenn man noch«, sagte er, »edle Getränke trinken möchte, wie Arak, Maraschino, Cognac, aber ich habe gestern Wacholderbranntwein getrunken. Ich wundere mich, dass ich das saufen kann. Wenn ich einen echten Nussbrandwein hier hätte«, seufzte er, »der tät mir den Magen in Ordnung bringen, so ein Nussbrandwein, wie ihn Hauptmann Schnabel im Brusker hat.« Er fing an, seine Taschen zu durchsuchen und schaute in seine Börse. »Ich habe alles in allem 36 Kreuzer. Was, wenn ich das Kanapee verkaufen würde? Dem Hausherrn sage ich, dass ich's weggeborgt habe oder dass es uns jemand gestohlen hat. Nein, das Kanapee lasse ich mir. Ich werde Sie zum Herrn Hauptmann Schnabel schicken. Er soll mir 100 Kronen borgen. Er hat vorgestern beim Kartenspiel gewonnen. Wenn Sie dort nichts ausrichten, gehen Sie nach Wurschowitz in die Kaserne zum Oberleutnant Mahler. Geht's dort nicht, gehen Sie auf den Radschin zu Hauptmann Fischer. Dem sagen Sie, dass ich Fourage fürs Pferd zahlen muss, die ich vertrunken habe. Und wenn es Ihnen nicht einmal dort gelingt, versetzen wir das Klavier. Und wenn weiß Gott, was geschehen sollte, ich schreibe Ihnen für alle Fälle ein paar Zeilen auf. Lassen Sie sich nicht abfertigen. Sagen Sie, dass ich's brauche. Denken Sie sich aus, was Sie wollen, aber kommen Sie mir nicht mit leeren Händen zurück. Oder ich schicke Sie an die Front. Fragen Sie beim Hauptmann Schnabel, wo er diesen Nussbrandwein kauft, und kaufen Sie 2 Flaschen.«